Boah, die Muni ist aber schnell alle von der Waffe, das muss man schon zugeben. Hä? Was ist mit ihr los? Naja, egal. Nimm Maschinengewehr. Drücke RB, um Waffen zu tauschen. Ja, das ist mir schon klar, wie das geht. Munition für Pistole. Ich habe keine Pistole. Hat er wieder eine Pistole dabei? Nee. Ja, schon wieder Comstock, Keeper of the Sword. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Hol dir von Slate Shock Jockey. Dann gehen wir mal da rein. Sieht auf jeden Fall einladend aus. Ach du Scheiße. Du bist hier noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Sie haben dich nicht verdreht, Booker. Kein bisschen. So. Shock Jockey. Ich hoffe, das ist es wert, Slade. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Drücke LT, um einen Gegner von dir zu schocken. Halte LT gedrückt und lass die Taste wieder los, um einen Schockfallen aufzustellen. Blablabla, ja. Es war wohl ein Gnadenakt. Comstocks Männer hätten ihn erwischt. Wahrscheinlich, ja. Gewöhnt man sich jemals daran? Uns töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Ja, das stimmt. Töten macht ja auch Spaß. Nein, das war jetzt Spaß. So, wo muss ich denn jetzt hin? Nach da. Okay, aber ich gucke erstmal hier hinten. Comstocks Vanagans. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder? Ja, genau, jetzt sind wir wieder hier. Das haben wir ja schon alles erforscht. Nimm Panzerfaust. Nein. Okay. Wir haben Slade getroffen, Slade getötet, ihm die Waffe abgenommen, ihn durch den Kopf geschossen. Nein, ich will die blöde Pistole nicht. Naja, egal. Okay. Alter, geil sieht's ja aus. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ist hier noch irgendwas zu mitnehmen? Nee. Anscheinend nicht. Ach so, hier geht's ja bloß wieder raus, komplett. Alter Schwede. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Danke. Ja, die haben wir ja mal ordentlich weggebrezelt hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht, vor allem wie die Köpfe auch gleich zerplatzen. Karabiner. So, jetzt kommen doch bestimmt gleich noch ein paar. Also das Schocken hat mir schon im ersten Teil gefallen. Von Bioshock, aber da hätten ruhig auch die Köpfe explodieren können.
So, wer bist du? So. Alter, halt's Maul hier. Danke. Ich brauch... Gesundheit. Booker, ich spüre, dass Slates Worte Sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Ja. Hier, gut aufheben. Hier. Ist auch besser, wenn sie wenig über mich weiß, denn dann müsste sie ja irgendwann erfahren, dass wir auch ein Big Daddy waren. Oder? Ich weiß nicht, ob der Teil jetzt direkt mit Bioshock 2 zusammenhängt. So. Wo geht es denn jetzt hier hin? Und es hängt schon wieder hinterher bei mir. Ich krieg das Kotzen. Verwende Shock Jockey, um einen Kraftverteiler aufzuladen. Aha! Wir sollen zu Soldier's Field zurückkehren. Aber ich gucke erst nochmal, was hier hinten ist. Aber hier waren wir ja, glaube ich, schon überall. Dann gehen wir eben hier weiter. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt, Entschuldigung. Die Hall of Heroes verlassen. Zurück zur Hall of Heroes Plaza. Moskito? Wer schießt da? Ach, hier da unten. Bam, 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 bam. Ich bin der Shooter-König hier. So, leidenschaftlich vergolten. Präzisionsgewehr? Nee. Verdammt. Ach, bleib doch stehen, damit ich dich erschießen kann. War's das jetzt hier? Hm. Ach, schau mal an, Kinetoskop. Who needs the power company? Wer braucht die... die Kraftkompanie. Wer braucht das Elektrizitätswerk? Braucht ihr Leben einen Ruck? Versuchen Sie Fink MFGs, bla bla bla, Schockjockey. Sah ja eben gerade komisch aus. Dank dir, Mr. Fink. Aha, das haben wir also schon mal angeguckt. Entschuldigung. Ich vergesse sowas immer. So, dann plündern wir mal hier die paar Sachen, die hier noch so rumliegen. Was? Oh.
Ich muss gleich nochmal eine kurze Aufnahmepause machen. Tut mir leid, aber was sein muss, muss sein. Ah gut, wir kriegen wieder Schrotmuni. So. Ah ne, jetzt geht's wieder. Jetzt hängt er nicht mehr hinterher. Komischer PC, ganz ehrlich. Ich hole mir aber bald einen neuen und dann ist das Problem gelöst. Okay. Moment, ich muss mal kurz hier ein Pop-up wegmachen. So. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Hä? Ach so, greifen. Ja. Hat sich ja gelohnt. Wie komme ich jetzt hier weiter? Muss ich jetzt dann hier irgendwie was starten oder wie haben die sich das vorgestellt? Ja, in welche Richtung muss ich denn? Ach, in die Richtung. Kampfbereit machen. Da. Was? Wieso bin ich jetzt? Yay! Bam! Halt die Fresse! Und du auch! Ach gut, der ist auf meiner Seite. Alter, was? Boah, wieso konnte ich denn so weit springen? Das ist ja geil. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Hä, was, wo? Na dann probier's doch. Ach, so ein Reinhold ist schon ein cooler Kumpel. Halt die Fresse da hinten. Aha, aha, so sieht das also aus. Ja, der sieht ja auch nicht mehr so fit aus. Aber was willst du machen? Ja, aber ich werde jetzt trotzdem erstmal eine kurze Aufnahmepause machen, damit mein PC sich mal wieder ein bisschen abkühlt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis gleich, tschüss!